Haltung, staatstragend bitte. So steht's heute im Protokoll. Immerhin feiert Monaco Nationalfeiertag. Dass sich Fürstin Charlène und die Prinzessinnen daran halten, ist nicht zu übersehen. Nicht mal aus der Entfernung, aus der extra angereiste Zaungäste mitfeiern wollen. Sie wirkt immer ein bisschen traurig. Ich weiß es nicht, warum. Von Weitem dachte ich, sie ist es gar nicht. Jetzt erst, als wir nah dran waren. Tut mir leid. Alexander Mogadam ist näher dran. Er kennt das Fürstenhaus, seit Albert II. Noch ein Kind war. Der Mann handelt mit Teppichen und hat auch den roten Läufer für die Hochzeit geliefert. In seinem Laden erlebt er Albert und Charlène hautnah. Glauben Sie mir, egal, manchmal hört man kreuz und quer, dass andere Kritiken, aber die sind wirklich glücklich. Ich sage Ihnen, jedes Mal, wenn wir sie zusammen sehen, fröhlich, machen Spaß, tanzen zu Hause privat, also unter privatem Leben, die sind absolut glücklich. Womöglich so glücklich wie Prinzessin Caroline. Ihr Sohn Andrea und seine Verlobte machen sie demnächst zur Oma. Beste Nachrichten für gute Stimmung im Palast. So jedenfalls berichten die, die ab und zu dort zu Gast sind. Heute beim Kirchgang allerdings ist davon nichts zu spüren. Vielleicht aber gehören Babyfreuden und Familienklatsch bloß einfach nicht hierher. Sie sind sehr glücklich, die Kinder jetzt langsam heiraten und kommen Nachwuchs. Und das wird die Familie Prinzessin immer erweitert. Doch, das ist eine sehr gute Sache. Das ist schon ernst. Das sieht gut aus. Natürlich ist heute ein Tag für Predigten und Kirchenlieder, keiner für strahlendes Partylächeln. Doch dem Beobachter fällt es schwer, sich vom Gedanken zu lösen. Fürstin Charlène fühle sich möglicherweise vom Kindersegen in der Familie unter Druck gesetzt, selbst möglichst bald Mutterfreuden entgegenzublicken. Eine zumindest hat keine Zweifel. Sicher, im kommenden Jahr ist irgendwas im Gang, im Kommen, also hoffentlich das, sicher. Warum? Weil auch von den Eltern der Schale natürlich, die wünschen auch, dass sie Kinder bekommen. Am Ende ist alles wieder, wie es sein soll. Charlène winkt, das Volk jubelt. Hinter fürstlichem Lächeln lässt sich ideal verbergen, ob dieses Paar allen Grund zum Glücklichsein hat oder nicht.